Wieso? Hi, ich bin Laura. Ich bin Ellie und herzlich willkommen bei Unlikely. Spookytober. Spookytober. Wie du es so schön getauft hast. Mhm. Ich sehe heute ein bisschen durchaus, weil ich habe nämlich jetzt schon ganz viel gearbeitet. Heute ist erstmal Laura dran. Ich sehe auch durchaus und würde sagen, ich bleibe auch so. Nein, du wirst richtig schön aussehen, denn es ist wieder soweit. Zum Einklang in den Spooky-Monat mit Laura. Halt, stopp! Ja. Halt, stopp! Ich habe noch ein Geschenk für dich. Mach Augen zu. Das ist ein Adventskalender. No! Geil. No, it's a dinosaur! Ich weiß, wir haben erst Spookytober, aber ich habe den gesehen und dachte mir, ich muss den kaufen für dich. Dankeschön! Oder? Oh, wie toll. Ich will den gerne aufmachen. Nein. Da sind Dinos hinten auf Emma's Footprint. Das ist keine Werbung, deswegen ist gerade voll, als wäre das eine gestellte Werbung. Nein, das habe ich dir gekauft, weil du magst das. Dankeschön. Ich habe dir auch was Tolles mitgebracht. Was denn? Und zwar ein Tutorial. Oh. Wir werden heute ein Make-up schminken, beziehungsweise Laura wird ein Make-up schminken von Spooktober. Das ist ja meine persönliche Videoreihe auf YouTube schon sehr lange. Ja. Ich mache sehr viel SFX-Make-up, sehr viel crazy Zeug, sehr... Falls ihr das noch nie gesehen haben solltet, was ich mir nicht vorstellen kann, dann schaut da auf alle Fälle vorbei. Ja. Hier. Ich habe jetzt gerade gestern, habe ich mich zu Vecna verwandelt. Ich habe hier noch was, ne? Haben wir gerade weggeworfen. Die Vecna. Weggeworfen. Ekelhaft. Hallo. Ich habe gerade aufgeräumt. Der Kopf so. Also wenn ihr das sehen wollt, kommt bei mir vorbei heim. Aber erstmal kommt Laura jetzt dran. Ich habe euch schon gefragt, was ihr gerne hättet an Looks. Laura weiß noch nicht, was ihr blüht. Wir haben das jetzt schon ein paar Jahre gemacht. Die sind eigentlich immer ganz gut geworden. Ich habe Hoffnung. Ich habe hier schon Produkte vorbereitet. Guck dir mal die Produkte an und sag mir mal, was du glaubst, was es sein könnte. Ein Geist. Ein Geist. Habe ich schon mal ein Geist-Make-up-Tutorial gemacht? Weiß ich nicht. Fake-Fan. Keine Ahnung, da ist weiß-schwarz und schwarz ein bisschen bunt. Und Buddha. Keine Ahnung, was weiß ich nicht. Vielleicht so ein Skelett. Ein Skelett? Soll ich dir mal einen Hinweis geben? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, wie der Charakter heißt. Auf jeden Fall ist das so irgendwie... Hä, da sieht... Oh mein Gott, man sieht halt gar nicht. Mhm. Wie heißt das nochmal? Other Mother von Coraline. Die andere Mutter. Die andere Mutter von Coraline. Ja. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Ja, ja, das wird gut. Oh mein Gott, das ist nur malen. Du bist von Latex verschont dieses Jahr. Aber ich kann halt nicht malen. Ja. Du hast aber schon ganz gut gemalt in der Vergangenheit. Ich kann mich noch erinnern, als ich dieses Alphabet da falsch rum aufschreibe. Es war der Horror. Hast du aber trotzdem gut gemacht. Ja. Ja. Danke. Also ich habe sehr viel Hoffnung. Ich glaube, das wird richtig cool sein. Du wirst der Welt beweisen, dass, wie nennen wir es immer, Normalos. Mhm. Dass Normalos auch coole Make-up-Tutorials nachschminken können. Oh Gott, der Druck steigt. Ja, du bist jetzt Queen of Normalos. Yes. Ja, wollte ich schon immer werden. Und du musst es richtig vorlegen, damit die Leute encouraged sind, dass sie das auch schaffen. Ja, und dann gehen wir alle zusammen in dem Look an Halloween. Jeder, alle von euch und wir zusammen. Ja, andere Mutter-Party. Mhm. Ich würde sagen, ich verziehe mich einfach direkt mal. Ich bin natürlich nebenan. Das liebst du, gell? Ja. Mich einfach verlassen, ich sitze hier alleine und bin alleine die ganze Zeit. Und dann sehe ich so aus wahrscheinlich später, weil es falsch ist. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir dich raus. Tschüss. Tschüss. Endlich habe ich meinen Platz hier auf dem Kanal. Also gut, ich habe hier mein Tablet, meins vor allem. Und da werde ich mir mal das Tutorial anschauen, meine Lieben. Ich bin sehr gespannt und ich habe ein bisschen Angst. Nico, der alte Schauspieler. Ellie, die alte Schauspielerin. Gruselig. Das ist crazy. Und so werde ich später aussehen. Ja, ich sehe mich auch schon so. Hm? Laura, was für ein Song ist das? Deiner. Sehr gut. Ich spule mal vor bis zur Werbung. So, jetzt geht's los, meine Lieben. Ich würde sagen, ich schaue mir den ersten Teil mal an und dann gucken wir, was ich machen muss. Eigentlich male ich das gerade nur schon, weil ich nachher keine Nerven mehr dazu haben werde, wenn mein Make-up fertig ist. Okay, also das erste schon mal, sie hat sich ausgezogen. Ich sollte mich auch ausziehen. Ich habe was Schwarzes drunter, also vielleicht bleibe ich einfach so. Ich hätte mir auch einen schwarzen BH für euch angezogen, aber kann ich ja nicht wissen hier alles. Jetzt sind wir ganz intim hier. Ich würde sagen, wir starten. Ich habe hier Wasser, das weiß ich nämlich von Ellie, weil ich bin mittlerweile auch nicht mehr nur ein Normalo. Nein, bin ich doch. Darf ich mir jetzt hier ein Skelett aufmalen? Meine Boobs. Oh, mein gutes Oberteil. Okay, ich mache das jetzt erstmal ganz grob. Grob ist mein zweiter Spitzname. Wie macht die denn das? So.
Ich glaube, das hätte weiter unten sein müssen. Anatomie ist nicht so meins. Perfekt. Ja, aber wäre es nicht schlauer, das erste Mal schwarz anzumalen und danach? Nee, das wäre nicht so schlau. Sieht nicht gut aus. Besser wird die Sache jetzt hier auch nicht mehr. Ich glaube, ich sollte mich daran nicht so aufhalten. Ich kann das ja dann noch verschönern, oder? Was sagt ihr dazu? Okay, 15 Minuten und ich bin immer noch nicht fertig mit diesem Kackskelett. Perfekt. Ich habe mit weißer, wasseraktivierter Farbe eine Skelettform aufgemalt und alles, was eben später nicht wirklich zu sehen sein soll, komplett schwarz ausgefüllt. Hä? Mit schwarzem Lidschatten habe ich die... Okay, sie hat doch gerade hier noch eine Linie. Wow. Entscheide ich mal, Mädel. Meine guten Ohrringe. Ich muss das ein bisschen mehr strategisch hier machen. Ich glaube, wenn man einen Plan hat, ist das die halbe Miete. Leute, mein BH. Ich freue mich schon, das abzuduschen später. Ich habe irgendwie breitere Knochen als Ellie. Liebst meine Boobs schwarz anzumalen. Oh mein Gott, Ellie hatte nicht so einen tiefen Ausschnitt. Ich bin gerade selber schuld. Ey, das sieht doch nicht so schlecht aus jetzt, oder? Schönste Scheiße mit Ohrringe. Nein! Warum? Ja, ich lieb's, in der BH von innen schwarz ist komplett. Wieso verkackt man's immer, wenn man was ausbessert? Kann mir das jemand erklären? Anstrengend. Knochen sind nicht symmetrisch, gell? Das ist so. Jetzt habe ich irgendwie mal die Grundlage. Aber Ellie macht ja jetzt hier noch so Streifen rein, ne? Knochen schattiert, damit es extra spooky und real aussieht. Und nochmal mit meiner wasseraktivierten Farbe die Konturen nachgefahren. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ach du Scheiße. Für meine Zitterhandverhältnisse ist das hier schon richtig gut. Hä, Ellie hat übelst den Pulli an. Das ist irgendwie mehr so spitzig, glaub. Keine Ahnung. Ach, egal, oder? Egal einfach. Wieso? Ich guck weiter. Ich habe so ein bisschen übertrieben mit der Color Correction dieses Mal, aber immerhin habe ich es versucht. Okay, Kleber, Augenbrauen abkleben, freuen wir uns schon ganz arg drauf. Weißt du, wie geht es nochmal? Das reicht erstmal. Dann geht es weiter zu den Augenbrauen. So, ihr wisst ja, Ugo-Kleber ist super. Och, ich brauche einen Föhn, die hat gerade einen Föhn benutzt. Es fühlt sich abnormal ekel. Warum ist das so komisch? Hä, wieso rubbelt sich das so ab? Bin total verwirrt. Ich glaube, da ist noch Augenbrauengel drauf von vorhin. Ich sag's euch, ich mache die noch leer, wie viel ich heute schon davon benutzt habe, ey. Vielleicht nehme ich einfach die und mal so drüber. Aber oh, sie hat einen Schwamm in der Hand. Diese Tutorials, die sind ja auch nicht immer so genau, oder? Du musst das ja nicht immer ganz genauso machen, wie die das machen. Selbst ist... Ich hab gespuckt. Ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht. Okay, die Augenbrauen, die sind nicht so platt wie gedacht. Der Wille war da, würde ich behaupten. Nee, ich streng mich wirklich an. Ich streng mich an, weil ich möchte dieses Jahr wirklich einen richtig coolen Look haben. Schaut mal, das ist doch schon richtig hell, oder? Immerhin habe ich es versucht. Auf jeden Fall kommt überall. Okay, ich liebe es, dass bei Ellie das auch nicht zu 100% funktioniert hat. Aber wir nehmen jetzt auch einfach mal ein bisschen Orange, weil sie wollte ja das irgendwie korrigieren von der Farbe. Ja, sehe ich mich total. Finde ich richtig schön, sollte ich öfter mal tragen. Es ist fast niemand im Haus und ich habe es geschafft, Ellies Onkel in die Arme zu laufen. So. Okay, mit dem Beauty Blender verblenden wir das Ganze. Ich habe keine Ahnung, warum ich da jetzt Orange drauf packen sollte, weil ganz ehrlich, sieht aus wie vorher. Sieht doch aus wie vorher, jetzt mal im Ernst. Fleckig ist es geworden. Kann man sagen. Das sieht bei Ellie ganz anders aus. Ich habe mich ausnahmsweise mal für Cremefarbe entschieden, weil die einfach deckender ist, aber ich glaube... Okay, Cremefarbe ist deckender, sagt sie. Macht das jetzt so. Mir egal. Mann, ich glaube, meine Augenbrauen sind technisch nicht so gut abgedeckt, wie sie sein sollten. Okay, sie hat mir hier noch so eine White Base gegeben. Ich glaube, ich benutze die mal, weil das klingt doch gar nicht so schlecht. Dann kann man ja immer noch mit wasseraktivierter Farbe drüber gehen. Und sie ist wirklich komplett weiß angemalt. Also kann ich ja jetzt einfach mal drauf klatschen, oder? Ah, mit den Augenbrauen bin ich selber nicht ganz so zufrieden, muss ich echt zugeben. Das nennt sich künstlerische Freiheit. Das hat nichts mit meinem Können zu tun. Morgenpickel ohne Ende. Das kann sich nur auf den Stunden handeln, Leute. Ich fühle mich wie so ein Pantomime gerade. Ich, wenn ich aus dem Urlaub komme, endlich alpinweiß. Diese Haare, die sich einfach dann irgendwie ins Gesicht kleben. Könnt ihr da mal weggehen vielleicht? Das ist super nett von euch. Hallo. Bist du ernsthaft? Mann! Was soll denn das? Verblenden? Bei Ton in Ton ist ganz wichtig, dass man blendet. Na, da unten guckt eh keiner hin, oder? Okay, mit meiner schwarzen Farbe setze ich jetzt schon mal die Wangenknochen. Halt! Sie hat ihre Ohren schwarz angemalt. Kannst du mir das nicht vorher sagen?
Schwarze Ohren. Das wird nächste Woche noch schwarz sein. Ich glaube, sie sind nicht gleich hoch. Konturen und blende die ganz vorsichtig nach unten hin leicht aus. Sie so ganz vorsichtig nach unten hin leicht. Aber hier hätte ich das vorhin noch machen sollen. Ja, funktioniert super. Boah, Laura. Hey, hat sie überhaupt gesagt, dass gepudert werden muss? Ach du Scheiße. Fuck, das klebt wie die Sau. Ach nö. Einen schwarzen Lidschatten und geht damit einfach komplett über das Lid. Ihr könnt für den Look locker auch ein Smoky Eye schminken oder den Knopf aufmalen. Das ist natürlich praktischer im Real Life. Aha, da muss ich jetzt nur um Stunden handeln. Ich weiß gar nicht, ob ich den benutzen darf. Ich glaube, das ist nicht ganz so teuer. BH Cosmetics. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Braun. Ich habe die jetzt grob anskizziert. Mit Nein, es ist noch nicht Zeit für die Augenbrauen. Was redest du da eigentlich? Oh Gott, zurück. Nee, also das ist nicht so, wie sie das macht. Jetzt so langsam verliere ich die Nerven. Das kann doch nicht sein. Ich habe gedacht, das wäre nicht so schwer hier. Jetzt verkacke ich es ja schon wieder. Ich sehe aus wie Scheiße. Die sollten so geschwungen und so ein bisschen cartoony sein. Ich muss mich ums Augen-Make-up kümmern, weil das ist wirklich messy geworden und das gefällt mir gar nicht. Ich möchte gerne irgendwie schön aussehen, ein bisschen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Die hat nicht so viel schwarz gemacht wie ich. Oder das trinke ich hier. Irgendwie gescheit verblenden wenigstens. Ich habe irgendwie gedacht, ich muss richtig viel schwarz machen. Vor allem habe ich es mir doch angeguckt. Warum mache ich es denn nicht genau so? Wieso kann ich nicht einfach mal das machen, was man mir sagt? Das ist wie damals in der Schule, wenn du in Mathe schon am Anfang einen Fehler gemacht hast und sich der Fehler dann komplett durchzieht. Das sind meine Augenbrauen aktuell. Vielleicht bereue ich es aber auch gleich. Das ist ja witzig. Nein! Nein, nein, nein! Was soll denn das jetzt? Nein! Mann, ich finde es da hinten echt nicht schön. Hier ist es besser geworden als hier. Da ist es irgendwie ein bisschen so verkackt. Dann müsste ich anfangen, glaube ich, langsam mit diesen Blitzen, die keine Blitze sind. Kann ich die jetzt anordnen, wie ich will, oder soll ich mich schon bei Ellie orientieren, oder ja? Oh mein Gott. Das ist gar nicht so schlecht geworden. Ich habe richtig reingehauen, was die Menge betrifft. Ich wollte das so richtig dramatisch haben. Also gönnt euch einfach eine Runde, würde ich sagen. Okay, ich nehme jetzt meinen schwarzen Kajal und umrande damit meine Lippen. Ich habe die Kontur recht hart. Okay, langsam, langsam, langsam. Das ist schon sehr dick, was ich hier mache. Hier oben hat es mir besser gefallen, aber wer ist daran schuld, außer ich? Niemand? Könnte schlimmer und besser sein. Okay, jetzt mache ich erstmal die Lippen. Boah, ich sag's euch, das ist ja gar nicht so unanstrengend. Ich hab das auch verlängert oder ich hab's versucht. Ja, ich glaube, ich brauche diesen schwarzen Liquid Lipstick, aber ich habe gerade überlegt, ich könnte das doch mit... was hängt da? Ich habe so eine Zahnfarbe genommen und mir damit spitze Zähne aufgemalt. Hm? Das ist ein bisschen schwierig mit meinen Tattoos. Ich muss mir jetzt was auf die Zähne malen? Noch nie in meinem Leben habe ich mitbekommen, dass es sowas auf dieser Erde überhaupt gibt. Und ich würde sagen, wir schütteln das jetzt einmal kräftig, weil ich vermute, das ist seit letztem Jahr nicht mehr benutzt worden. Fuck my life. Was ist das? Das kann nicht ernst sein. Das kann man sich doch nicht in den Mund schmieren. Das riecht wie Tequila. Und zwar so richtig ekelhafter, ekliger, billiger Tequila. Okay, also wir müssen uns jetzt spitze Zähne malen mit diesem ekelhaften Zeug. Warum erklärt sie eigentlich nicht richtig, wie das funktioniert? Das funktioniert jetzt für mich nicht. Ich würde ja gerne sagen, dass ich bereit bin. Ich bin aber nicht bereit. Deswegen würde ich sagen, ich bin bereit. Wir fangen an. Ich habe auch Attachments drauf. Das geht nie wieder weg. Irgendwie ist total flüssig. Das verteilt sich voll. Hä, das ist bestimmt nicht mehr gut. Den Look kann man auch ohne Zähne machen. Das ist kein Problem. Oh, ich habe Angst, das ist auch leid. Das ist voll eklig. Das ist total eklig. Erstmal die Zähne trocknen lassen. Also, das sieht schon cool aus. Und schaut mal, was ich hier habe. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich sie zumache, den Mund zumache, dass ich dann quasi alles, dass alles für den Arsch war. Glaubt ihr, der Dutz ist so in Ordnung? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus. Ist das richtig? Ich hätte gerne mal
mal so viel Haare. Hä, aber die hat doch kein Pony. Ist das überhaupt richtig? Wie genau funktioniert? Ist das hinten? Das muss hinten. Upsala, das war hinten. Ach Gott, okay, das ist schon besser. Ich finde die Haare eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Wenn wir so einen TikTok-Hairstyle machen. Ich finde das voll witzig. Sie hat was an. Moment. Ach, oh Gott, Stuhl fast gekracht. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder wir bringen ein bisschen Laura damit rein und machen hier sowas. Fände ich ja richtig cute. Oder wir machen tatsächlich einen TikTok-Style, was ich auch ganz cool finde. Weil ich habe nämlich im echten Leben zu wenig Haare für sowas. Doch, also ich finde das mit den Zöpfen ist eine super Idee. No, bleiben Sie. Sie sagt, sie klebt es auf, aber sie sagt nicht, wie sie es aufklebt. Das ist natürlich wieder toll. Das ist hier ein Tutorial, was wir lieben. Kleber. Da steht Kleber drauf. Okay, da steht Kleber drauf und ich krieg's nicht auf. Das ist perfekt, das nehmen wir nicht. Fuck, ey, diese Sachen sind übelst zu. Ich krieg das nicht auf. So, ich muss an der Stelle sagen, dass der Look mir doch ganz gut gefällt. Allerdings muss ich jetzt noch die Dinger hier aufkleben. So. Okay, alles klar. Ich suche Wimpernkleber, weil ich krieg wirklich gar nichts davon auf. Lachst du mich aus? Ja. Ich schmier jetzt einfach mal hier ein bisschen was davon auf. Sollte reichen. Manu, das fällt ab. Der Lashkleber ist, glaube ich, halt einfach auch nicht ganz so gut wie diese anderen Kleber. Ich habe echt jetzt ein bisschen mehr davon drauf gemacht. Ich hoffe, es bewirkt irgendwas. Sind sie gleich? Oh, ich glaube, es wird. Okay, ich glaube, ich bin bereit, Ellie anzurufen. Fertig! Okay, bin auf dem Weg. Tschüss! Bist du bereit? Ja. Hä, hey, wie gut! Laura! Ich meine, das ist künstlerische Freiheit. Das ist eine hippe Other Mother. Ja. Hast du jetzt Wimpernkleber genommen? Geil. Ja. Hey, das steht dir sehr gut, Laura. Ich finde das top. Man kann sogar durchgucken, merke ich gerade. Ja, ja. Das war schon so gedacht. Das hast du aber gut gemalt auch. Ja, guck mal, ich bin ganz stolz. Hier fand ich es ganz schlimm, aber jetzt, wo man was anhat, geht's voll. Ja, voll. Ich sehe auch nicht mehr gut, das ist sehr verwirrt. Ich finde, du siehst richtig gut aus. Danke. Ja, von mir ist es abgesegnet. Ja, die Augenbrauen habe ich ganz falsch gemacht, aber zum Glück sieht man das fast ja gar nicht. Aber du hast deine nicht richtig abgedeckt, oder? Genau, das war der Fehler. Ach so, das habe ich aber jetzt erst gesehen, weil die Augen sind halt fast die ganz sind drüber. Sehr groß, ja. Ich finde, die Haare stehen mir auch sehr gut. Ich bin sehr glücklich. Ja. Schön, es sieht voll creepy aus, weil du bist halt so in schwarz-weiß gerade und nicht so ganz normal. Die Zähne sind so witzig. Wie fühlt es sich an? Ja, lustig. Das Ganze, ich habe ganz ehrlich so geredet, aber ich dachte, es ist trocknen. Das ist super gemacht. Oh. Danke. Wie lange habe ich eigentlich gebraucht? Das hat sich angefühlt wie eine halbe Ewigkeit. Vielleicht 2 Stunden? Oha. Hast du einen Dutt gemacht hier? Ja, ich habe einen Dutt sowieso schon gemacht. Aber man sieht es ein bisschen. Hilfe. Also ich bin nicht sicher, ob die Frisur so meins ist. Bitte? Weil das ist nicht schwarz-weiß. Alles andere ist schwarz-weiß. Ist das denn ein Schwarz-Weiß-Cartoon? Nee. Ja gut, Leute. Ich würde mal sagen, Daumen hoch für Laura an dieser Stelle, dass sie sich das jedes Jahr wieder gibt. Ja, ich liebe die Zähne. Das bringt richtig viel. Aber da stinkt so sehr. Ja. Auch ein bisschen älter. Also. Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob es noch gut ist. Nee, ich denke, das ist noch gut. Und ja, bis nächstes Jahr, ne? Wir sehen uns nicht wieder bis nächstes Jahr. Ja, genau. Nächstes Jahr im Oktober. Nee, wir sehen uns nächste Woche irgendwann wieder. Wenn alles genau. Okay. Danke, Laura, für deinen Einsatz. Super gerne. Wenn ihr irgendwelche bestimmten Looks von Laura mal sehen wollt, schreibt es natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich habe letztes Mal ja auch euch ein bisschen mitentscheiden lassen. Ich habe ein bisschen Inspo von euch genommen. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, oder? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Tschüss. Das ist der Schlüssel zum Glück, sage ich dir. Ja, war super, sage ich euch.